Und in Garching gibt es die erste kalte Dusche hier noch vor der Partie beim Einlaufen für beide Mannschaften. Die zweite folgt dann nach knapp 10 Minuten allerdings nur noch für die Garchinger. Schweinfurt im Vorwärtsgang mit Dannhof. Klasse Pass auf Leverty und in der Mitte Schabiri, das 1:0. So einfach kann Fußball sein. Bereits das 7. Saisontor für Adam Schabiri. Und der steht 2 Minuten später gleich wieder im Mittelpunkt. Hier bekommt er den Ball, die Übersicht, Weltklasse, Tim Dannhof. 2:0. Eine einfache Übung für Tim Dannhof am Ende. Das Team von Timo Wenzel spielt es im Stile einer Spitzenmannschaft. Wir sind erst in der 27. Minute. Wieder der umtriebige Leverty. Viel zu schnell für die Garchinger Defensive und mit ganz viel Gefühl ins lange Eck. 3:0. Joey Brenner, die Vertretung des verletzten Dominik Dax, natürlich bedient. Hier steht er für mich zu weit vor der Kiste. Und die Garchinger Bank zur Halbzeit. Ratlos. Und es wird auch nicht besser. 53. Minute. Der lange Ball von Tim Dannhof in Richtung Suljic und dann knallt's! Bärwein sieht nach dieser Grätsche zu Recht die rote Karte. Die Schweinfurter weiter gnadenlos. Wieder Tim Dannhof, der ein klasse Spiel macht. Genau wie er. Benedikt Leverty wackelt einmal auf Kretschmer. Der wackelt auch einmal und rein damit. 4:0 nach 61 Minuten, aber das geht natürlich viel zu einfach. Der erste FC Schweinfurt schaltet dann einen Gang zurück und so kommen die Gastgeber noch zum Ehrentreffer. Hier scheitert Krüger zunächst, genau wie Dennis Niebauer. Aber am Ende macht's Sebastian Gebhardt besser, das 1:4 gleichzeitig auch der Endstand. Starke Schweinfurter dominieren enttäuschende Gastgeber. Ja, wir haben Schweinfurt, die sicherlich, wie gesagt, oder wie Sie richtig sagen, eine sehr, sehr gute Mannschaft ist. Viel zu einfach gemacht, zu den Toren zu kommen. Haben ja, in den entscheidenden Phasen und Situationen ja, zu wenig Bereitschaft gezeigt, auch die Zweikämpfe zu gewinnen. Und das musst du einfach machen gegen so einen Gegner. Und deshalb gibt es den Applaus nur für die Schweinfurter. Und das völlig zu Recht.